Oh. Junge, warum machst du das mal? Ja, so läuft der verkehrt rum, ihr Mann. Kann ich dir auch kurz im Hintergrund ein Lied reinschreiben, was du die Fame auch mal geben kannst? Reinschreiben? Ja, also in den Chat, also hier in Minecraft reinschreiben, den Namen davon. Du kannst ihn einfach sagen, klar. Alter, so. Ja, hier halt Kevin McLeod, Hatchet Villagers, hab ich eben schon gesagt. Sag mir nichts. Ja, aber jetzt nicht das Lied anmachen oder so, ne? Ich hab schon mal einen gehabt. Jetzt, also. Der hat dann irgendwie sein Handy geholt. Und dann schön an die, ans Headset dran gehalten, wenn man es hören kann, Alter. Also was will ich nicht haben, weil ich lade es ja noch auf YouTube hoch und habe irgendwie Gamer-Probleme naja oder so. Ich hab Bock drauf, Digga. Ich hab auch irgendwie mit der Scheiße auseinanderzusetzen. Ohne Witz, ich hab damals in meinen Streams immer irgendwie was gehört, was jetzt nicht wirklich Copyright, was Copyright vielleicht war. Und wenn man sich meinen alten Stream von mir anguckt, ne, dann sind da so die ganzen Lieder zum Beispiel. Du kennst es, wenn man. Wenn du zum Beispiel irgendwas aufhast oder ein YouTube-Video von dem anderen, stehen da immer so das Spiel, zum Beispiel Minecraft und die verwendeten Lieder, ne? Ohne bis manche Streams von mir, es stehen aber so 10, 20 Lieder. Okay. Ne, bei mir war das. Oder? Ich hab das bei Underman damals mal gesehen. Da hat Underman gestreamt und Musik abgespielt, Digga. Die Musik war erstens dreimal so laut wie er selber, Alter. Du hast halt nur die Musik gehört, ne? Von dem, was er gesagt hat, hast du aber kein Wort verstanden. So. So, what the fuck? Was noch geiler ist, ich hab irgendwie Hintergrundmusik angehabt und da steht unten bei mir irgendein Name von irgendeinem Piano-Stück, was ich niemals gehört habe, aber YouTube hat erkannt, dass das war. Und das war. Das. Ich hab nicht. Das hab ich tatsächlich bei. Bei Gott, was war das? Da gab es auch eine lustige Geschichte. Und zwar bei The Last of Us war das. Oder was bei The Last of Us? Ich weiß gar nicht mehr. Welches Spiel war das? Da läuft im Hintergrund Gitarrenmusik. Da hab ich einfach mal ein bisschen vor mir hingesummt und dann irgendeinen Text einfach aus dem Kopf so ein bisschen nachgesungen, so einfach langweilig war, so ein bisschen so. Und ich hab dafür, ganz genau, so ungefähr so, making my way back town, walking fast. Und dann hab ich einen Claim dafür gekriegt vom Original. Uff. Da hab ich mich tatsächlich geehrt gefühlt, Digga, weil ich aber ein guter Sänger bin an dieser Stelle, weißt du? Also da hab ich mich schon gefühlt so, Bruder, Alter, ich hab's drauf, Digga, ich hab's einfach drauf. Ich stell mir das gerade so vor, da kommt so Geist über beim gespeicherten Stream, der einfach so, 1000 Miles von, keine Ahnung, wie die heißt, wegen diesem Making my way. Schon mal vor, ich hab so, boah. Das kann es dann wirklich sein. Du hast einfach irgendwelche Gitarrenmusik oder so im Hintergrund oder so, summst kurz ein bisschen was, irgendwie, weil sie ein bisschen ändert, dann kannst du direkt einen Claim bekommen. Nehmen wir mal zum Beispiel, The Last of Us ist ja generell ein gutes Beispiel. Ich glaube, bei The Last of Us habe ich so viele Claims gekriegt, Alter. Wegen Sony-Musik halt, ne? Ich habe Tausende geclaimed. Also geclaimed halt, das ist halt unten in der Beschreibung steht, alles voll gespammt, oder? Ja, das kommt halt immer drauf an. Also ich würde halt zum Beispiel selber, wenn ich auf YouTube, sagen wir mal, ich würde auf YouTube streamen. Das, diese Regel Nummer Uno, diesen Tipp, den ich jeden geben kann, der auf YouTube streamt, macht keine Musik rein, die GEMA-geschützt ist. Warum? Nun ja, ganz einfach, ja, weil genau, das Video komplett geclaimed wird, wenn nicht sogar gelöscht, ihr könnt einen Strike dafür bekommen. Und außerdem kann das Video dann keiner im Nachhinein angucken. Das bedeutet, es ist dann nur kurz da, solange es halt gestreamt wird, danach ist es weg. Und für YouTube ist es halt zum Beispiel auch vom Algorithmus her, es ist einfach bei YouTube am besten, wenn die Videos on bleiben. Davon profitiert man, Gott, wie war das mal? Profitierst du am meisten, weil dein Video dann halt permanent online ist und du permanent Leute dazu gewinnen kannst, weil die auch dann noch raufklicken, weißt du? Es ist nicht produktiv, wenn dein Video keiner sehen kann, weil du irgendwelche GEMA-Musik drin hast. Das ist halt schon ziemlich dämlich. Das mache ich mittlerweile ja gar nicht mehr. Habe ich ja wirklich immer gemacht, immer was das Copyright war, weil ich davon einfach keine Ahnung hatte. Das ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen YouTube und Twitch. Auf Twitch streamst du halt. Kriegst halt nur neue Zuschauer, wenn du halt streamst. Aber wenn du halt einfach nur gar nichts machst, dann kriegst du auch keine neuen Zuschauer. Das ist halt auf YouTube genau anders. Wenn du auf YouTube gerade irgendwie streamst, also kriegst du kaum neue Zuschauer, aber wenn du Videos online hast, kriegst du halt eine Menge. Das ist bei mir genau andersherum. Was hast du gesagt? Du bist so leise bei mir. Bei mir aber auch. Bitte noch einmal ganz kurz. Ja, Erde, ja, kannst du ein bisschen nehmen, aber eins Deck bräuchte ich selber noch. Die ganze Welt ist Erde. Warum bist du so leise? Kannst du mir ein bisschen lauter machen? Ich verstehe dich also so absolut nicht. Es kann sein, dass die anderen alle zu laut sind und ich deswegen nicht verstehe, aber du bist einfach ein bisschen leise bei mir. Digga, die ganzen Stream bin ich gerade nur am Angeln, Alter. Ich auch. Ich glaube, das muss ich ganz schneiden. Ich glaube, das lasse ich einfach so. Ich gehe jetzt woanders hin. Ja, so ist besser, genau. Gehen wir in ein Dorf suchen? Nee, lass das dann nächstes Mal machen, ich muss nämlich so in 20, 30 Minuten aufgehen. Aber es ist schon 14 Uhr, Alter, meine Fressezeit heute vergangen. Ich stream jetzt schon seit einer Stunde und 20 Minuten. Verwirrt dich. Ich mach weiter mit meinem Keller, tschüss. Also ich bin heute um 9 aufgestanden, also bei mir war das heute relativ früh, als ich aufgewacht bin. Ich bin auch um 9 aufgestanden, ja 9:30 Uhr, ich bin mir gerade sicher. Ja, bei mir ist es aber sowas, ich stehe normalerweise nie früh auf. Die einzigen Male, wo ich Samstag früh aufstehe, war die Tage, wo ich arbeiten muss noch, weißt du?
Ansonsten bin ich noch nie freiwillig, so wie heute, jetzt einfach mal um 9 Uhr aufgewacht. Ich meine, gut, freiwillig ist auch schon wieder so ein Ding. Ich meine, ich bin um 6 Uhr aufgewacht wegen Böller. Aber danach war ich dann schon so ein bisschen wach. Ich glaube, ich hab einmal vor, keine Ahnung, vor ein paar Tagen, oh sorry, vor ein paar Tagen bis 14 Uhr gepennt, so ganz gechillt. Ja, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Einmal deine Nachricht ist zu lang, die lese ich nicht vor, Digga, das wird viel zu lang. Irgendwas mit Kreuzzüge und so, blöd. Digga, wie viele Zeilen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. Bruder, ich lese hier kein Buch, Junge. Sieht aus wie ein Wikipedia-Eintrag, den du kopiert hast und den reingefügt hast im Chat, Alter. Scheiße, lese ich jetzt nicht vor, Junge. Hab ich keinen Bock drauf. Zu lang. Mach ja, kürzer, Digga. Mach kürzer. Reden. Was ist? Was hab ich? 10? Zwei Fäden. Ich sag dir. Zwei Fäden? Krieg ich bei dir auf dem Mod? Spaß. Warte mal. Dafür schaust du zu viel Bullshit, Digga. Er hat irgendwie Mod sein, ich guck dir seit halt, ja. Ja, natürlich, Digga, Mod. Ich schon gefragt, würdest du mir bestimmt keinen Mod geben. Aber ich hab ganz genau ich verteile halt Mod nicht einfach so nach dem Motto, hier, jeder der fragt, bekommt Mod oder so, Digga. Ich bekomme so viele Anfragen. Achso, was ich auch noch ansprechen wollte. Digga, ich bekomme momentan auf Xbox, ist nur auf Xbox so, geben mir momentan so viele Leute auf die Eier. Ich weiß nicht, warum das auf einmal so schlimm ist. Aber jeder will von mir auf irgendwelche Fortnite-Skins geschenkt bekommen, Alter. Keine Ahnung, was auf einmal passiert ist, Alter. Ich bekomme so viele Nachrichten von wegen, kannst du mir das schenken, kannst du mir das schenken, kannst du mir den schenken, kannst du mir hier schenken. Digga, ich weiß nicht, was das momentan los ist, Alter. Als ob ich irgendwie Geld scheiße oder so. Kannst du mir den Skin schenken? Spaß. Die Fresse, Alter. Digga, ich verstehe nicht, warum mir momentan so viele Leute mit auf die Eier gehen, Alter. Als ob ich irgendwie mal... Bruder, ich hab... Digga, die kosten 20 Euro, die Skins teilweise, die Leute haben wollen. Junge, ich aussehe, ob ich die Geld scheiße oder so. Warte mal ganz kurz. Ja. Jetzt nochmal. Wolltest du nicht irgendwie eine Startrundtour oder so machen? Ja, hab ich vorhin schon gemacht, bin kurz ein bisschen rumgerannt und so. Startrundtour, bin kurz ein bisschen rumgerannt. Ich bin halt einmal das ganze Dorf durch. Hab mir mal so ein bisschen alles angeguckt. Geile Rundtour, Digga. Ah, kurz durch die Stadt rein. Ich hab noch echt so scheiße von aber es ist ja nicht hell genug hier, ne? In Staffel 1, da hast du, da ist er halt einfach so abgeschmiert, der Server, dann hast du halt aufgehört damit. Was ich schade finde, dass du nicht noch einmal auf den Server gegangen musst, um nochmal das ganze Dorf durchzusehen und so. Ich habe die Kommentare durchgelesen, 1000 Leute wollten das, und hast das gar nicht gemacht. 1000 Leute wollten das auch, dass ich die ganze Zeit den Seed zeige, Digga. Das mit dem Seed war teilweise echt nervig, Alter. Wir sind so viele Leute wegen Seed auf Eier gegangen, ne? Ja, hättest du doch einmal machen können. Die Maps aber schon echt geil. Nee, weil das Ding ist, ich glaube, das war die zweite? Ich glaube, das war die zweite Staffel, war das, glaube ich. Da habe ich dann irgendjemand den Seed gegangen, dann ist er reingekommen. Nee, das war die dritte, der Typ, der geglitscht hat, der hatte auch den Seed gehabt. Der hat dann einfach geguckt, okay, da sind dann Dias, Digga, hat sich ganz schnell welche besorgt, hat er direkt einfach zu glitschen, Digga. Und seitdem mach ich das nicht mehr mit dem Seed, Digga. Das ist mir jetzt scheißegal, ganz ehrlich. Ich dachte, dass den Seed so am Ende geben, also am Ende der Staffel. Ne, mittlerweile ist es einfach. Es ist halt einfach egal eigentlich, weißt du? Ich weiß auch nicht, was die jetzt unbedingt mit dem Seed wollen, die können ja damit nichts machen. Ne, doch, trotzdem auf der ganzen Welt spielen so ein bisschen. Na. Ich meine, ich würde die Karte einfach zum Download Verfügung stellen, wenn das gehen würde, aber es geht ja leider nicht. Digga, ich würd einfach hier sagen, dann okay, Digga, stell die Karte zum Download verfügbar, fertig. Ich könnte auch eigentlich den 200 IQ-Move machen, ne? Es gibt ja diesen Minecraft-Store. Ich versuche dann einfach diese Karte im Store zu verkaufen. So, ich nehme dann einfach die LPT-Welt, Digga. Ey, ich war ganz ehrlich, überlege, ob ich die da... Ich glaube, das ist echt eine geile Idee, ne? Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich werde mich mal damit auseinandersetzen. Weil ansonsten würde ich die Dinger da einfach reinknüppeln für nichts, so kostenlos mäßig, weißt du? Dass ich die dann jeder runterladen kann. Weil erstens, wäre das... übelste Promo, weil es einfach im Store drin wäre und ein paar Leute sich das runterladen würden, dann wäre das erstens die übelste Promo. Zweitens, das ist eine coole Karte, weißt du? Kann ja nicht mal haben. Jeder wollte die eh haben, so. Ich glaube, dann werde ich mich echt mal auseinandersetzen, weil der Microsoft Store, der ist halt auf allen Plattformen da. Das bedeutet, ich kann dann einfach meine Xbox-Karte hochladen und dann könnte die rein theoretisch jeder auch auf der Switch oder auf der PlayStation spielen, weißt du? Ja. Und dann for free, Digga? Das würde ich sofort machen, Alter. Aber auch nur for free, ne? Also ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass ihr viel Geld verlangen oder so, fähig nicht machen. Aber dafür Creator-Code. Der Creator-Code, Digga, Creator-Code ist schon schmackhaft, ne? Ganz ehrlich, verdient durch den Creator-Code schon fast so viel wie durch YouTube selbst. Denkt mal, es gäbe einen Creator-Code in Minecraft, Alter. Im Job. Ja. Wusstet ihr, dass es einen Creator-Code in Clash Royale gibt? In Clash of Clans? Clash of Clans gibt's auch einen. Ja, das ist total gewundert. Ich hab nämlich jetzt vor kurzem wieder mit Clash of Clans angefangen, aber das Spiel ist einfach geil, Digga. Ich finde Clash of Clans auch richtig geil, ich spiel auch. Clash of Clans ist so mein Lieblings-Handy-Spiel zusammen mit Clash Royale, Alter. Vor allem, weil es beide von denselben Machern, ne?
Und die Spiele machen so ultra süchtig. Ich bin heute früh um 9 Uhr aufgewacht, Digga. Ich habe erstmal bis um 10 noch im Bett gelegen und am Handy gespielt. Clash Royale auf Ehre. Am schönsten ist es, wenn du in Clash Royale einfach jedes Mal verkackst, Alter. Ja, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, ne? Das Einzige, was ich habe, ist, ich habe ja vor 2 Jahren gespielt und jetzt bin ich wieder reingegangen, Alter. Ich habe natürlich alles auf die Fresse gekriegt, weil ich nicht mal wusste, wie ich die Decks immer so gemacht habe, Alter. Ich habe auch so viel Schnauze bekommen. Ich finde es bei Clash noch ganz nervig, weil ich also Rathaus 8 bin, wie lange einfach manche Sachen brauchen. Ja, ich glaube, ich bin auch Rathaus 9, wenn mich nicht alles täuscht. Du musst halt schon dann ewig warten, Alter. Ich finde das ganz okay, wie lange das dauert. Ich habe 5 Bauarbeiter, aber ich bin richtig kaputt. Ja, ich habe auch 5 Bauarbeiter. Ich habe auch noch irgendwie, ich glaube, 4800 Gems oder so habe ich da auch noch, weil ich die nie ausgebe. So. Mein Account ist auch komplett free to play. Ja, meine auch. Der Haken ist halt, wenn ich mich Max machen will, die Mauern, die kosten so viel. Ja, 500.000 oder so für eine scheiß Mauer, Alter. Digga, Minecraft sind alle Blöcke kostenlos, Alter. Maler. Gegen das zu den anderen Mauern. Aber ich find's immer noch schade, das ist. Stell dir mal vor, wie krank das eigentlich wäre, wenn Minecraft kostenlos wäre, Alter. Stell dir mal vor, die hätten das so gemacht, Minecraft ist kostenlos, aber nur für Texture Packs kannst du bezahlen. Ich meine, dann würde ich die Spielerzahl, glaube ich, sogar noch ein bisschen erhöhen, tatsächlich. Ich weiß auch damals als Kind, Digga, als ich von Minecraft erfahren habe, Alter, und auf Krampf das Spiel versucht habe zu cracken, Alter. So immer die gecrackte Version kostenlos. Ja, so auf Krampf irgendwie das Spiel kostenlos rankriegen, Alter. Das ist irre, ne? Ja, ich kann auch nie online spielen dann. Ja, Schule, ne? Machen dürfen, was wir wollen, da ich auch immer cracked, also mit Zocks. Digga, bei uns damals in der Schule war Doom installiert auf PC, Alter, so mit auf dem Schul-PC erstmal Doom, Bruder. Dieser ganz alte Doom 3D-Shooter, Junge. Das war damals anders, Junge. Keiner wusste, wie das Ding raufgekommen ist, aber sobald der Lehrer den PC platt gemacht hat, gibt dem Ding eine Woche, dann ist Doom wieder drauf gewesen, Alter. Irgendjemand hat immer Doom raufgeknüppelt, Alter, das war halt immer Ehre. Vor allem, der spielst du halt ab 18, ne? Und dann bist du halt einfach rangegangen an die Schule, Digga, am PC reingesetzt, Digga, erstmal Doom Dämon wegballern, Alter. Mit 12 oder mit so. Digga, ich war nicht mal 12, als ich Doom gespielt habe auf PC. Ja, guck und mich anmaulen, dass ich Filme ab 18 sehe. Damals, da waren noch andere Zeiten, als ich noch in deinem Alter war. Das waren ja ganz andere Zeiten, Digga, das kannst du ja auch nicht vergleichen, Alter. Die Merkel noch schon knackig. Digga, selbst damals war die Merkel nicht knackig. Ja, okay, was soll ich. Die Alte war nie knackig. Sieht schon immer aus. Ihre Wangen sind vor allem nicht knackig, Alter. Ihre Wangen sind alles aber nicht knackig. Digga, findest du sie attraktiver? Warum redest du die ganze Zeit über sie? Du kannst nicht aufhören, über sie zu reden, Alter. Was ist mit dir eigentlich? Hast du irgendwelche. Fühlst du da irgendwas oder so in dieser Richtung? Soll ich Verbindung herstellen oder so? Merkel ist bestimmt nicht abgeneigt. Erde an Merkel. Ey, wer hat da unten eigentlich die ganze Zeit diese Dinger platziert? Wer ist es da unten? Wer ist der Pinguin-Skin? Warum baust du da unten? Ich will mich zu Merkel telefonieren. War da noch frei? Weil da sind doch schon andere Gebäude, okay. Ich möchte zu Merkel telefonieren. Aber unten nicht. Ja, keine Ahnung, ich sag mal so, wenn jemand oben. Ich hab so eine richtig fette Fläche terraformt, Alter. Das ist eine richtig fette Merkel. Ich hab keine Ahnung, wo du dir jetzt was baust momentan, ne? Ich hab wirklich legit keine Ahnung. Da hinten siehst du das, wo das. Ich seh gar nichts von hier, Alter, ich seh gar nichts. Ich bin blind. Ich wollte diese Folge schon die Brücke bauen, ne? Shit. Ja, ich häng auch absolut der. Ich war immer noch erschrocken, als dann auf einmal hieß, es ist schon 14 Uhr noch was, Alter. Als du gesagt hast, du musst bald los, Alter, war ich komplett erschrocken. Gut, ich fange dann schon mal ein bisschen an mit der Brücke, schon mal keinen Ansatz bauen. Weil einfach schon so viel Zeit weg ist, Alter, leck mich. So, nee, das kommt da oben hin. Und dann hier. Also, ist doch besser so, Digga, du bist ja noch nicht alt genug dafür. Das will ich auch trotzdem nicht machen. Ah, sagst du auch nur so. Das sagst auch nur du, frag mal die anderen, ne? Das Merkwürdige ist immer noch dieses. Ich hab mich mal ein bisschen mit diesem Yo-Oli-Ding auseinandergesetzt. Digga, der ist echt wieder frei, ne? Leck mich, Alter. Nein! Haben wir schon zusammen. Ja, aber trotzdem, Digga, dieses Yo-Oli-Ding, Alter, dass der einfach frei ist, so. Ich meine, ich glaube, da musst du nur eine Strafe bezahlen, das war's. Ich dachte, der ist jetzt echt weg, also weg vom Fenster, wie so ein toter Spanner, komplett weg, Alter. Aber der ist einfach. Das war's einfach schon wieder, Digga. Der ist einfach wieder da mit seinem. Ich versteh's nicht, Alter. Also wirklich legit, als ich das gehört habe, dachte ich, okay, Bruder, der ist erstmal weg. Guantanamo Bay, weg. Weg, der ist einfach weg. Der ist einfach wieder da, Digga, der Typ. Der macht einfach den Montana Black, Digga. Ist nie weg gewesen, der alle echte. Wieder da. Versteh ich nicht, Digga. Versteh ich nicht. Digga, ich versteh's halt einfach wirklich nicht. 1, 2, 3, 4, bumm. So, nice, Dia, Schwert mit Schärfe 3, Lord. Ich hab mir noch kein Dia-Schwert gemacht. Obwohl ich die Dias dazu hab. Ich hab mir gerade eines gemacht. Er ist Big Boss.
Big Biss, Bruder, Big Biss. Big Boss ist der, der mein Rutschek, der einen Teil meines Rutschek geklaut hat, Alter. Wirklich? Der ist gerade bei meiner Base. Willst du Steine? Lerktus? Nee. So. Dürfte mit Beleuchtung reichen. Was ist das für ein Ofen geklaut? Nix. Da hast du. Ja, meine Weizenfarm, ne? Die funktioniert absolut nicht. Die ist so scheiße, Alter. Ihr habt da bis jetzt einen Weizen rausgekriegt. Hat jemand ein Buch? Warum willst du lesen? Ja, warte, Buch, ja. Nee, also ich hab. Also, warte mal. Ich muss kurz was machen. Das war ein Rüberwachsen hier. Ich meine, der Mann will sich bilden. Ich muss mal welche machen. Ich dachte gerade, ich hätte noch welche, aber ne. Doch, wie weit baue ich eigentlich diesen Raum? Hat eigentlich jemand schon Kartoffeln? Letztes Mal hat ja jemand Kartoffeln gefunden. Wie sieht es eigentlich aus? Ist er noch hier oder jemand? Oh, stimmt, ich habe Kartoffeln gefunden. Stimmt, ich habe die angepflanzt. Ich guck mal kurz nach. Kann ich ein paar? Mir auch, wolltest du die Bücher haben? Weil dann würde ich gerne auch eine Kartoffel haben, damit ich die anbauen kann. So, auf Erde. Denn ich bin halt der Server-Host, ich bin halt immer da. Und wenn ich halt eine Karotte habe, dann baue ich die direkt an, dann kann jeder die haben. Warte mal, das sind meine Kartoffeln, oder? Ja, ich hab drei Kartoffeln, geil. Kann ich denn eine haben? Weil dann könnte ich halt anbauen, weißt du? Macht das wirklich so viel Sinn, dass Big Boss hier baut, weil hier spawnt man ja direkt, wenn man auf den Server kommt. Wirklich? Genau. Ja, okay, Stefan, da kommen wir bitte kurz rüber. Ja, ich komm schon rüber. Ich bin der auf der Insel. Für welcher Insel? Auf der Sandinsel mit dem kleinen Häuschen da, was noch nicht fertig ist. Digga, willst du mal dein Haus mal fertig machen?